Wir sind eine Familie, wir hängen zusammen. Apropos, habt ihr eigentlich mal wieder gebumst? Wie denn? Abends bin ich müde, ich habe keine Zeit für Sport, ich fühle mich fett und hässlich. Ich bin so eine richtig olle Mutti geworden. Dann hör auf, dich wie eine zu benehmen. Boah, Mann! Was bist du denn für ein... Arsch. Das Bild, das wir von uns haben, entscheidet über unser Selbstwertgefühl. Aber seid ihr denn nur euer Aussehen? Irgendwann bin ich einfach unsichtbar geworden. Du siehst mich kaum noch an. Na klar schaue ich dich an. Du sitzt mir schließlich gegenüber. Ich will auf den Laufsteg. Lass es mich nochmal probieren, bitte. Aber so geht das nicht, das muss runter. Hat jemand vielleicht einen Keks? Du gibst dir Zucker? Das ist aber krass. Lass doch mal diese Mutti-Gruppen. Du musst mal wieder arbeiten. So, Milch ist im Kühlschrank. Sonja, du kannst jetzt nicht einfach... Warum muss ich denn jetzt plötzlich alles ändern? Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich nichts ändert und für mich alles. Dieses ganze Beziehungskonzept, ich glaube da gar nicht dran. So einmal Sex, das bin ich leider nicht. Ach so, ich will einen Tanzkurs mit dir machen. Ich muss nicht mehr machen, was du willst. Ich muss nicht mehr sein, wie du willst. Ich will einfach nur noch ich sein. Und warum wollen die dich nicht mehr? Weil ich nicht richtig aussehe. Und wie sieht man richtig aus? Du bist doch einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben. Du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Schon besser. Wir müssen aufeinander achten. Ein Zusammenspiel von Anziehung und Distanz. In Liebe bin ich nicht so gut. Ja, aber du machst es doch schon. Du liebst mich doch schon. So was sagt man noch nicht. Ich finde, du siehst schön aus. Da ist er mit, oder? Ja, hab ich auch gedacht. Sind Sie die Frau von Babak Parsa? Ja. Uns ist ein Irrtum unterlaufen, das tut uns sehr leid. Es ist uns klar, dass nichts den Ehemann und Vater ersetzen kann, aber sicher ist, dass es Gottes Wille war. Der Arme ist von uns gegangen. Du musst stark sein. Dieses Kind hat niemanden außer dir. Guten Tag, ich bin Reza, ein Freund Ihres Mannes. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich ihm noch Geld schulde. Manchmal denke ich, dass es einen Gott gibt, der uns ohne Grund jemanden schickt, der uns hilft. Vielleicht gibt es ja einen Grund. Ich möchte eine Unschuldsanzeige veröffentlichen. Sie können beim obersten Gerichtshof Widerspruch einlegen, aber das halte ich für Zeitverschwendung. Ich wusste nicht, dass er unschuldig ist. Ich versuche, seiner Frau und seinem Kind zu helfen. Alle Richter haben das gleiche Urteil gefällt. Es muss Gottes Wille gewesen sein. Es gibt keine Fehler im Heiligen Koran. Was? Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Bitte und ich sind so froh, dass du hier bist. Denken Sie, dass man ein solches Fehlurteil mit Geld entschädigen kann? Sie haben ein falsches Urteil gefällt und sind nicht bereit, mit mir zu reden. Das Pinselohräffchen träumt davon, die Welt zu erkunden. Passepartout will um die Welt reisen. Mama? Das kannst du vergessen. Und trifft dabei auf einen mutigen Abenteurer. Zeit für die Show. Mit einem Ass im Ärmel. Ich wette gern mit dir. Das ist eklig. Dass ich es in 80 Tagen um die Welt schaffe. Macht euch bereit für ein grenzenloses Abenteuer. Bring mein Baby nach Hause. Das euch umhauen wird. Hallo, Muttersöhnchen! Dieses Jahr begleitet Phileas und Passepartout. Au!
Selfie-Zeit, Lächeln, Käsetorte. Auf einer außergewöhnlichen Reise. Gemeinsam knacken wir diesen Rekord. Rund um die Welt. Ich bin Aouda. Wer seid ihr? Wir sind hier, um dich zu retten. Das war gute Arbeit. Mir nach. Frösche können doch nicht fliegen. Frösche, die Flugzeuge bauen schon. Das sollte die beste Zeit meines Lebens werden. Und nun hab ich Sand im Po. Du hast die Karte gefuttert? Was für ein Weltklasse-Abenteurer frisst denn die Karte? Er ist gar nicht so schlecht. Wir sind ein gutes Team. In 80 Tagen um die Welt. Treibsand, bloß nicht in Panik geraten. Im Kino. Hi, ich bin Ranji, lebe in Mumbai und habe einen großen Traum. Ich habe die Fanpage von Army gefunden. Die suchen einen Jungen in meinem Alter. Das kann keine Zufall sein. Ja, aber die wollen erstmal nur ein Bewerbungsvideo. Ideen sind wie Pups. Die müssen raus. Ey, das könnt ihr nicht machen. Doch, wir ziehen jetzt nach Deutschland. Chicken to the bean, then the chicken to the bean, then the chicken to the bean, then the chicken to the bean. Entschuldigung, waren Sie schon mal in Deutschland? Heute, erste Mal. Hm. Avatam, Ashram, Ayurveda. Deutschland, hurra! Bunker. Das ist Antonia, meine Tochter. Sunil, Ranji. Mich können Sie gerne Frank nennen. Hallo, gerne Frank. Ist das dieser Amir? Ja, der macht gerade einen neuen Film. Und wenn Amir mich zum Casting einlädt, bin ich hier bald weg. Das Bewerbungsvideo muss bis morgen da sein. Sonst ist es vorbei. Pech. Manchmal ist das Leben wie Mathematik. Es fehlt nur ein Millimeter zum ganz großen Glück. Willst du einen wilden Tiger jagen, dann musst du damit rechnen, dass du einen wilden Tiger dann auch triffst. Schau dem Tiger ins Gesicht. Es wird immer einen geben, der vorne denkt, das kannst du nicht. Dieser Mann ist Gift. Macht kaputt alles. Papa, ich habe einen Traum. Und Träume sind nicht so wie Mathematik. Träume können wahr werden. Zum Glück ist das Leben nicht nur Mathematik. Du kommst mit? Ja klar, ich liebe Abenteuer. Minus, doch vor allem gibt's Musik. Deutsches Mädchen, oh. Indischer Junge. Komm, wir tanzen, komm, wir tanzen. Müll wird bei uns getrennt. Kapische? Cappuccino. Komm, wir tanzen, komm, wir tanzen. Komm, wir tanzen, komm, wir tanzen.